Und damit geht es weiter. Tjo. Ich würde jetzt mal zu den Dingen da hinten rüber gehen und würde mal von da aus anfangen, beziehungsweise, wait, jetzt sind wir 64, der 65, 66er Höhe, müssen wir mal kurz ein bisschen berücksichtigen, zumindest versuchen. Ich bin immer noch total nervös wegen der Geschichte da unten gerade und ich weiß nicht, ob es die klügste Entscheidung ist, das jetzt einfach hier oberirdisch zu bauen, aber hey. So, jetzt sind wir auf 69, das ist tatsächlich ein Stück zu hoch. Heißt 68, 67, 66, da fangen wir einfach an zu bauen. So, das heißt, hier geht es einmal durch. Die Säule per se, muss ich jetzt mal gestehen, ja, brauchen wir ja so gesehen gar nicht, aber ich muss jetzt natürlich auch erstmal da hochkommen, um die wieder abzutragen. Das war jetzt nur so das Orientierungsbimsel. Ich habe aber auch nicht damit gerechnet, dass ich direkt anfange, die Straße zu bauen. Ja, was ich aber tue, wie ihr gerade seht, ne? So, 66, sagte ich. Okay. Dass wir hier einfach mal durchfeuern und das dann sozusagen direkt wiederfinden, auch nach Möglichkeit. Das ist halt schon, es ist halt schon ein kleines Stückchen, ne? Aber es ist jetzt nicht hier unter ferner Liefen. Schlimmer wäre es, das wäre jetzt hier sonst wo hinten im Neuland. Man müsste jedes Mal darüber rauschen. Da sind wir echt noch ganz gut bedient, dass das hier wirklich unmittelbar in der Nähe unserer Farm ist. Wie jetzt auf 66er bin ich mal kurz, nein. Hier oben runtergegangen, da mache ich schon wieder gleich raus aus der Nummer. Jetzt haben wir eigentlich keine Schaufeln mehr, aber das macht ja erstmal gar nichts. Ich würde sagen, hier mit Kobbel erst einmal. Ist das jetzt richtig? Ja, klar, muss ja. 66 ist die Höhe. Dass ich hier erstmal so den. Naja, klar, jetzt hat er wieder damit Problemchen hier. Komm, mach mal. Zeig mir mal die Blöcke hier. Weiß nicht, warum man das manchmal nicht richtig darstellt hier. Na, gerade wieder ganz schwierig jetzt. So, bis hierher und nicht weiter. Das heißt, ich brauche Cobblestone. Ja, ist ja nicht so, dass wir im Lager 1000 Stück davon hätten. Aber wenn ich jetzt die Möglichkeit natürlich habe, hier unten direkt irgendwie noch welchen zu finden, würde ich das natürlich mal in Anspruch nehmen. Ich mache es mal so. Ja, cool. Wenn ich den Sand natürlich in der Hand habe, wird der den Cobblestone nicht aufnehmen. Warum ich es nicht so mache, weiß auch kein Mensch. So, 4. Jetzt kommt hier erstmal Granit. Dann machen wir es gleich mal so. Wie gesagt, dann würde ich mir natürlich Treppenstufen mitnehmen, um da wirklich eine solide Treppe nach unten zu bauen. Das wäre kein Fehler. So, dann sind wir hier. Dann geht es hier rum und hier geht es runter. So, dann können wir hier erstmal ein bisschen aushöhlen. Wir haben jetzt sogar noch Eisen. 60, ja gut, 61. Guck mal, 62, 63. Das passt ja noch. Ein bisschen aushöhlen, die Nummer. So, sage ich mal jetzt, keine Ahnung, 2 64er Kobbel mitnehmen oder 3 oder 4. Dass ich wenigstens erstmal den Weg bis rüber noch bauen kann, bevor ich zurückgehe und ablade. Dass ich das auch gleich machen muss jetzt, ja gut, dann muss ich halt Treppen mitnehmen. Ich weiß nicht wie viele. Ich sag mal so 4 64er. Um dann den Weg nach unten bestmöglich zu bauen. Ja, dann wie gesagt, natürlich unterwegs noch 2, 3 Höhlen und Schluchten entdeckt, die werden wir natürlich auch nicht ignoriert, aber zunächst mal wäre alles das, was unten drunter ist, natürlich für uns interessanter. Aber mal gucken. So, was hat er jetzt gesagt? 2, 3, 64er mindestens, ne? Ja gut, 2, weil das Inventar voll, obwohl ich habe ja Sand und Erde auch noch dabei. Die brauche ich ja jetzt nicht unbedingt.
Ich würde fast sagen, na gut, 364 brauchen wir auf jeden Fall. 364 brauchen wir auf jeden Fall mal. So. 264, dann würde ich mal sagen, packe ich mal die Erde hier aus. Und machen wir noch einen dritten. Gut, dass wir hier gerade so viel Stein haben. Die Anspannung gerade. Ich weiß auch nicht, warum ich mir das hier so elegant rausreiße. Ich könnte ja auch sagen, ich fange hier schon mal so ein bisschen an, hier die Decke ein bisschen wegzunehmen. Da könnte ich auch machen, weil ich ja dann hier, wenn ich die Treppenstufen bauen will, ja doch noch ein bisschen an Höhe zulegen muss. Sonst wird das nichts. Dann sind wir hier erstmal in dieser Zwischenschlucht. Da könnte ich ja jetzt auch sagen, naja gut, hier auf jeden Fall, das muss alles weg. Das ist mal klar, ist klar. Wir wollen uns ja nicht permanenten Schädel einhauen, wenn wir dann wirklich da runterlaufen mit der Treppe. Also mit den Stufen, die ich dann bauen werde. Hier ist noch einmal Eisen. Da haben wir wenigstens 64er voll. Dann war ja hier sogar noch Gold. Dann haben wir ja zufällig gerade Lava, wo ich mal einfach den Sand reinhaue. Und, naja gut, den Rest, ich werde es erstmal einfach mitnehmen. Gold habe ich noch Platz für ein bisschen. Ich will hier nur gerade jetzt kein unnötiges Risiko mit der Lava hier eingehen. Beziehungsweise könnte ich ja, wenn ich einmal nur gerade hier bin, gleich mal einen kleinen Schwenk dahin machen. Bloß mal um zu gucken, ob hier noch das ein oder andere sich befindet. Ansonsten wird das Loch ja auch gleich gestopft. Ist das jetzt... Ach ja. Ja, okay. Gut. Aber hier oben... Jetzt trifft dich schon wieder ab. Das wollte ich jetzt gar nicht so. Auf der anderen Seite ist halt auch wieder eine übelste Schlucht hier halt einfach so. Aber mit ausschließlich Kohle da oben. Dieser ganze Sandstein, das sieht auch so derbst aus, ne? Das ist also die Schlucht. Das heißt, das können wir dann auch aus der anderen Richtung mal performen, die ganze Nummer hier. Aber die Kohle würde ich erstmal vorrangig mitnehmen, damit wir den Slot vielleicht auch gleich noch voll kriegen. Und die Spitzhacke noch mit vernichtet kriegen. Ja gut, jetzt war da halt da oben auch noch ein bisschen. So, jetzt haben wir zumindest mal die 364er voll. Reißen sogar noch einen an, aber ist egal. So, jetzt nicht brauchen, wird dann alles instant zu Treppenstufen verarbeitet. Ja, jetzt kommt da noch Kies runter und ich auch schon wieder Lava blubbern. Jetzt machen wir einen Punkt hier. Können wir jetzt ja keine Exkursion mehr erlauben. Es geht da hinten weiter, alles klar, gut. Dann lassen wir das mal. Dann heben wir uns das mal auf einen späteren Zeitpunkt hier auf. Oder für einen späteren Zeitpunkt. Oder setzen es einfach mal mit auf die To-Do-List. Weil hier oben, wer hätte es gedacht, geht es ja da tatsächlich auch nochmal ein ganzes Stück weiter. Wie weit? Alles klar. Ja, ciao. Ich habe da gar kein Interesse jetzt dran. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen. So, da ist auch noch Kohle. Ja gut, dass wir, wie gesagt, noch den 64er vielleicht vollkriegen. Könnte man in Erwägung ziehen, 69. Ja. 62, 63, guck mal. Einer fehlt noch. Egal. So, ich wollte eigentlich mit dem Cobblestone hier so ein bisschen die Lava zubauen, dass ich da nicht mal vor lauter Emotionen reinballer. Und dann hätten wir hier zum Beispiel jetzt gerade mal noch eine Kohle. Ja, da ist noch mehr dahinter. Ja, das interessiert mich nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Wo ist, was war, wo war Kohle? Ich habe keine Kohle gesehen. So, da komme ich also runter. Da ist jetzt auch noch scheußliche Lava. Machen wir auch gleich mal ein bisschen hier dingfest die Geschichte. Da komme ich also runtergeschossen. Und würde jetzt aber trotz alledem das hier mal noch so ein bisschen einkürzen.
Dass ich halt sage, ich gehe dann von da aus direkt runter oder so. Ich weiß es noch nicht. Müssen wir wirklich mal schauen. Wenn ich dann hier meine Treppen baue, wie es aussieht. Jetzt habe ich erstmal so viel Cobblestone jedenfalls, dass ich sagen kann, ich kann den Weg bis zur Pyramide bauen. Hier natürlich trotzdem auch wieder noch ein bisschen für Licht und so. So, und dann hier, hier und da. Okay, leuchten wir erstmal noch ein bisschen aus. Wie gesagt, das werden wir dann alles noch filigraner machen. Feintuning und so. Wisst ihr ja, wie geht's? Wie es geht. So, jetzt haben wir natürlich keine Schaufel. Das heißt, das hier würde ich jetzt pro forma mal mit der Hand abtragen. Bis davor, das kleine Stückchen, das können wir überleben. Könnte ich natürlich jetzt auch sagen, ich reiß das hier schon mal mit weg. Den Kobbel, damit ich den Sand unter Umständen vielleicht sogar auch mitnehmen könnte. Ich glaube, da haben wir noch Platz im Lager, wenn es nicht voll war mittlerweile. Kann auch sein, täusche ich mich gerade. Ja, wenn nicht, dann nicht. Ja, nehmen wir ihn einfach mit. Was wir haben, das haben wir. So. Aber da sind wir ja auch gerade so mit den Spitzhacken jetzt noch zurückgekommen. Haben jetzt die letzte gerade noch angerissen hier. Passt ja alles wieder Wunderbärchen. Wie gesagt, mit den 364ern, ich hoffe mal, dass das jetzt so einigermaßen aufgeht bis zur Pyramide. Aber ich glaube schon, beziehungsweise müssen wir hier noch dieses Zwischenstück bauen. Das sollte ich aber so machen eventuell. Dann natürlich wieder gucken, dass ich jetzt nicht gerade im Secondhand die Fackeln da jetzt irgendwie dran ziehen ober. Das geht ja auch immer recht schnell. So, wo kommt dann der Übergang da vorne erst? Also müssen wir ein kleines Stückchen übers Wasser drüber. Das hilft erstmal nichts. So. Die können wir also noch wegmachen. Dann gucken wir mal nochmal. Da hinten ist der Anschluss. Okay. Also noch ein Stückchen. Ah. Kann auch sein, dass ich mich jetzt doch verschätzt habe mit dem Cobblestone. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt, das eigentliche Feintuning, das kommt dann erst nachher. Ich muss jetzt auf jeden Fall mal hier irgendwo, ich jetzt gerade hier runtergesemmelt bin, der hier kann auch noch weg. Da können wir uns auch noch einen sparen. So, mal von der Seite gehen. Dann nehmen wir hier mal den Baum auseinander. Auch ohne Axt jetzt, zumindest die zwei Stückchen hier. Oder drei. Den Rest, wie gesagt, alles dann, wenn es an die Feinarbeit geht. Jetzt noch nicht. Das wird dann noch ein richtiger Weg. Also ich meine, von der Breite her, viel breiter muss ich den. Klar kann ich den breiter machen, aber muss nicht sein, weil es ja jetzt, wie gesagt, aus der Pyramide so rausläuft. Und wir da ja auch nur bei einem sind, passt das ganz gut. So, dann würde ich mal hier unterwegs trotzdem noch ein bisschen Licht machen erstmal. So, hier müssen wir durch den Baum. Schnetzeln. Licht. Licht. So, und jetzt sozusagen, ah ja gut, dann muss ich das hier oben dann auch noch mit wegmachen. Jetzt habe ich ja einen zu tief gebaut, aber da hinten ist ja schon der Anschluss. Also so weit ist es nicht, das können wir auch gleich noch mitmachen. Eventuell reiße ich dann den Berg nach oben auch komplett weg, dass wir gar nicht erst einen Tunnel haben, sondern nach oben freie Sicht zum Himmel. Und dann könnte ich ja hier so peu à peu den Anschluss darüber bauen und da sind wir in der nächsten Folge auf jeden Fall schon mal zu Hause und können erstmal unsere Taschen wieder leeren und uns vorbereiten auf die Dinge, die da bald kommen mögen. Und die werden großartig. Das verspreche ich euch. Und da verspreche ich auch euch auch nicht zu viel. So, das Stückchen Baum hier noch weg und dann sind wir ja schon fast da und sehen uns gleich
wieder.